Hallöchen und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Tomb Raider. In der letzten Folge bin ich irgendwie von dem Berg da hinten, da irgendwo beim Überqueren eines Flusses katastrophal abgestürzt, in ein Flugzeug gelandet, einen Fallschirm gefunden, mit dem Fallschirm durch einen Wald geflogen und habe mich dann jetzt hier halbtot die Suche nach einem eine ersten Hilfe begeben und tatsächlich ist hier was drin. Scheiße. Oder auch nicht. Entschuldigung. Feuerzeug. Wow, das hilft mir jetzt. Oh, die brennt jetzt die Wunde zu oder was? Alles klar. Das ging aber schnell. Autsch. Aua! Ja, ich meine, alles kein Problem. Ich sehe. Jetzt geht's aber wieder gut. Wunde zugebrannt, kurz geschrien, alles wieder fein. Geputzt hat sie sich nebenbei auch gleich noch. Feuerpfeile, interessant. Sie einzelne Feuerpfeile auszuwählen. Roth, hörst du mich? Roth? Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße! Oh, Kacke. Zieh dich! Machen wir das mal weg, sonst würde mir das wahrscheinlich selber noch zum Verhängnis werden. Ins Gesicht. Oh. Oh. Boah, der jetzt schon wieder. Scheiße.
Dr. Kant, die bringt euch alle um. Noch mehr? Da ist noch einer. Weitere. Den Kopf. Dem auch in den Kopf. Haben wir es dann? So. Jetzt haben wir sie alle. Gut. Ein Hornpfeil, Brandpfeil. Okay. Das nehme ich mal mit. Vielen Dank. Aus dem Frack bin ich jetzt raus. Da komme ich auch nicht nochmal rein. Nee. Also kein Weg zurück. In der Brackstadt gibt es auch 15 Geocaches. Ach du Scheiße. Auch gar nicht viel. Hallo? Danke. Danke, danke, danke. Darf ich das mal aufnehmen? Ja, vielen Dank. Ne, das nicht. So, den hatten wir jetzt schon. Hätte ich das? Ne, keine Blumen. Oder Früchte zum Einsammeln. Okay, 1, 2, 3. Die rutschen ganz langsam davon irgendwie. Hier noch ein. Da noch ein. Sonst doch nix. Hier liegen noch ein, zwei Leute rum. So. Ehe ich mich damit noch selbst verletze. Das wollen wir doch nicht. Nein, nein, nein. Das wäre doof. Ein Früchtchen. 20 EP. Hier kommen wir auch noch durch. Geht's hier hin? Los, Bewegung! Komm schon! Jawohl! Na, komm. Wo ist sie? Okay! Guck nochmal da drüben. Nein! Doch. Hier geht's dann wohl weiter, oder was? Oder ist das nur noch so ein Side-Spot quasi? Wo es noch ein bisschen was zu finden gibt. War's das? Ne, da ist noch einer. Seh dich. Hehe. Das macht Spaß. Die ganzen Explosionen. Explosionen, mehr Explosionen. Ah, hier bin ich lang gegangen zum Helikopter hoch. Würde ich da wieder zurückkommen? Ich kann aber auch mich hier darüber. Hatte ich den jetzt schon geplündert? Ja. Wo der hier liegt. Den noch nicht. Hier ist nichts weiter. Den noch und den hier. Mist. Ganz schön groß auch das Gebiet, Mann, Mann, Mann. Komm ich irgendwie... Vielleicht hier drauf kletter? Oder ist das nicht so gewollt? Ne, das scheint nicht so gewollt zu sein, dass ich da drauf kletter. Kann zwar überall drauf klettern, aber nicht auf diese Dinger, hinter denen ich in Deckung gehen kann. Waren hier nicht noch welche oder sind die einfach mal eiskalt verbrannt? Ist auf alle Fälle noch ein bisschen Munition. Das kann nicht schaden. Oder sind die schon despawned hier? Ich wollte ja vielleicht noch das ein oder andere Bergungsgut finden, bevor ich upgrade, aber na gut. Nehmen wir erstmal das hier, die Schatztruhe. Oder das Reliquie, die Reliquientruhe. In der Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz. Eine Art Frühform des Geldbeutels. Ah ja. Inro.
her. Es scheint ja hier nur so im Kreis herumzugehen. Da ist nichts mehr. Hier rein, hier haben wir noch Bergungsgut. Ja. Zack, und Drohnen sind voll. Äpp. Gut. Dann gehe ich nochmal kurz zum Lager hier und werde meinen Krams. Waffe modifizieren, Maschinengewehr zum Sturmgewehr. Okay. Gemeistert. Cool. Ausrüstung. Sturmgewehr. Kann ich das noch? Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Okay. Dann upgraden wir das doch. Und dann haben wir noch für die Schrotflinte ein Upgrade vielleicht. Für das gibt es keine. Seilenmodus brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Gucken wir mal bei der Schrotflinte noch. Waffe beim Schießen stabilisiert und Rückstoß verringert. Und was war das? Alternative Feuermodus. Machen wir das Rückstoß verringert. Gut. Mal wieder mal ein bisschen Zeug geupgradet. Dann gucken wir mal weiter hier. Hier müssten eigentlich noch Leichen rumliegen. Scheinbar habe ich die nicht schnell genug eingesammelt. Ist natürlich doof. Aber auch gut zu wissen, dass die dann despawnen. Zack, das nehme ich an mich. Schön. Kann ich das denn festmachen? Scheinbar nirgends. Hier aber auch nicht. Tja. Ist hier noch irgendwas? Munition. Hab ich noch plus 1. Ja, wo fange ich denn da jetzt am besten an? Hüpfen wir einfach mal auf das Dach hier rüber, weil hier noch so eine Kiste ist. Ist doch schon mal ein Anfang. So. Jetzt sind da noch Kisten, die rumfliegen. Hier rüber balancieren. Dann darüber. Das hier kaputt machen und hier hochklettern. Ah, einen höheren Punkt erreicht. Das kann man nicht machen. Hier. Kann man dann einfach rauslaufen, was auch immer mir das bringt. Mein Ziel ist aber das Tor im Moment, oder? Na gut. Dann gehen wir mal zum Tor. Schon noch was passieren dann, wenn wir da angekommen sind. Oh ja. Bewegung, das dachte ich mir. Die rasten ja auch übelst aus. Ach du Scheiße. Sie kann nichts mehr hin. F für eine Explosion. Hilfe! Das Mädchen macht uns hier gerade fertig, ja. Sie ist nur ein Mädchen. Hm, süß.
Greif von der Seite an! So, komm, geh rüber, Freundchen. Hau bloß ab. Leichen einsammeln hier. So, das heißt Leichen einsammeln. Das, was die so dabei hatten. Das und das und das. Hier liegt noch Zeug da und da und hier so. Das hier. Da. Das gibt's nicht. Hatte ich nicht hier unten noch welche getötet? Die sind wieder verschwunden, oder was? So ein Mist. Sind die hin? Da ich da unten... Gott, doch, ich hatte doch hier unten welche. Ich? Klar. Egal, machen wir erstmal das Türchen auf. Es klemmt. Irgendwie... Heller Stoff kann verbrannt werden. Ach so. Brennen wir den Stoff ab. Oh, jetzt kann ich es hochziehen, oder was? Probieren wir das doch mal. Tadam! Ja, das geht. Highway to Hell. Infizieren Sie ebenfalls. Infiltrieren Sie. Und einen Fertigkeitspunkt habe ich neu. Okay. Was können wir hier denn noch so machen? Drei weitere Fähigkeiten, um Rang 3 freizuschalten, Spezialist. Okay. Wir hier. Fein versteckt zusätzlich Munition. Schwere Tiere und Nahrungsquellen aufzustellen. Jäger, Kämpfer, achso, ja, ja. Die Jäger. Was konnte ich da noch? Ne, gar nichts mehr. Dann muss ich wohl den Kämpfer noch skillen. Und zwar Feinde Steine und Dreck ins Gesicht. Verletzen die Feinde mit einem Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Weichen sie dem Gegner aus und stoßen sie ihm ins Knie. Okay. Umschalten und F. Alles klar. Ausweich, Konter. Dann mal ausprobieren bei Gelegenheit. Umschalten oder ein F? Okay, das kriege ich vielleicht hin. Außer ich vergesse es bis zum nächsten Mal wieder. Dann vielleicht nicht. So, ich schaue mich aber jetzt hier noch ein bisschen um. Weil hier habe ich doch schon relativ wenig für das riesengroße Gebiet gefunden, finde ich. Relativ wenig gefunden für dieses große Gebiet. Da ist nix. Aber jetzt können wir ja hier durch. Vielleicht findet sich dann hier irgendwas. So eine Karte wäre ganz nett für dieses Gebiet. Nein?
wohl zu weit weg dafür. Oh, so. Hier nochmal nachladen. Hier ist ein Geocache. 1 von 15. Wow, schon einen von 15 gefunden. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Von wo könnte ich denn ein Seil spannen? Nach hier. Das ist das, was mich jetzt mal interessieren würde. Hier drüber. Hier haben wir noch was. Kaputt machen. Mit Haufen Leichen und das. Hier haben wir aber ein Büchlein, da können wir doch mal lesen. Für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher, nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Die werden hier lebendig gefressen. Könnte natürlich sein, ja. Oh, wieder ein Teil von der Schrott. Sehr schön. Hier geht's nicht weiter. Lass mich raus. Jetzt sind wir hier bei dem Galgen. Wie soll man den denn? Achso, ich kann jetzt ganz easy. Wieder noch einfacher als vorher. Wieder ein Teil des Gewehrs. Oh, scheiße! Oh. Das schreckt mich halt übelst. Easy. Oben. Jetzt auch ein Weg nach. Das ist ganz schön verwirrend, dieses Gebiet hier. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Da war das Tor. Ich bin jetzt hier so links davon. Es wird doch niemals was darüber zu hüpfen. Dachte ich mir fast, dass das nicht klappen wird. Naja. Jetzt bin ich hier wieder, wo ich angekommen bin. Aber hier kann man ja auch hochlaufen. Ist mir gar nicht so aufgefallen beim ersten Mal. Oder konnten wir das da noch nicht? Kann sein, dass man das da noch nicht konnte. Huch. Darauf. Oder drüben. Ich glaube, das probiere ich dann in der nächsten Folge mal aus, da hochzukommen auf diesen komischen, verrückten Turm. Das sieht nämlich interessant aus. Aber für diese Folge mache ich jetzt erstmal Schluss. Denn sie ist schon wieder voll. 25 Minuten und so ist das ja immer. Also speichern. Und mal gucken, ob wir hier noch irgendwas upgraden können. Fix. Stimmt hier das? Ja, komm. Hau rein, das Upgrade. Und das war's.
Schön, dass ihr reingeschaut habt. Und in der nächsten Folge geht es ein bisschen weiter mit dem Erkunden dieses Dorfes hier und damit erstmal auf diesen komischen Turm da hochzuklettern, schätze ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.